Macht euch das Sorgen? Ja, im Moment nicht, aber für meine Nachkommen mache ich mir Sorgen. Wenn wir keine Gletscher mehr haben, haben wir kein Wasser mehr. Obwohl unsere Nachkommen die Alpen nur noch grün und grau erleben, eines jedenfalls ist sicher. Die Temperatur auf der Erde ist gestiegen und sie wird weiter steigen. Herr Professor Oeschger, ihr habt im Auftrag von der UNO mit anderen Wissenschaftlern zusammen eine grosse Studie gemacht über Klimaveränderung. Sind jetzt das Abschmelzen der Gletscher und die Trockenheit in Südeuropa, sind das bereits Anzeichen, dass wir schon in dieser Klimaveränderung drinstecken? Das ist eine schwierige Frage. Von mir aus gesehen könnte das durchaus Anzeichen sein. Aber wir können das nicht mit Sicherheit sagen. Ich glaube, wir müssen die Phänomene, die wir jetzt beobachtet haben in den letzten Jahren, es sind viele gewesen. Es sind 3 warme Winter gewesen. Es sind die Stürme gewesen, anfangs 1990. Es sind die Starkniederschläge gewesen, 1987. Wir müssen das, die Phänomene anschauen als mögliche Anzeichen für die Veränderungen des Klimas mit den Auswirkungen, die uns erwarten werden. Und dass die Klimaveränderung kommt, sind sich da die Wissenschaftler auf der ganzen Welt einig? Ich würde sagen, ja. Die Temperatur auf der Erde steigt, weil wir zu viel Kohlendioxid, CO2 und andere Treibhausgase wie Methan und Lachgas in die Atmosphäre blasen. Das CO2 entsteht bei der Verbrennung fossiler Brennstoffe, vor allem in Automotoren, mit oder ohne Katalysator.1986 waren es 20 Milliarden Tonnen CO2, die wir in die Luft bliesen. Und seither sind es jedes Jahr noch mehr. Nebst den Autos und Flugzeugen produzieren vor allem Fabrikkamine und Heizkessel CO2. CO2 entsteht auch bei der Verbrennung von tropischen Regenwäldern. In erster Linie ist es aber unser Überkonsum an Energie und Rohstoffen, der verantwortlich ist für die Unmenge der herausgeblasenen Gase. 25% der Menschen verursachen 75% des CO2-Ausstoßes, allen voran die Amerikaner und die Europäer. Sonnenstrahlen, die auf die Erde kommen, werden in Form von Wärme reflektiert. Die CO2-Wolke verhindert nun, dass diese Wärme in die Atmosphäre zurückgeschickt wird. Sie bleibt auf der Erde. Je dichter der CO2-Mantel wird, umso mehr wird sich die Temperatur erhöhen. Nach vorsichtigen Rechnungen der Wissenschaftler wird sich die Temperatur auf der Erde im nächsten Jahrhundert um 3 Grad erhöhen. So warm war es vor der letzten Eiszeit. Was wird geschehen bei einer Erwärmung von 3 Grad? Die Wissenschaftler meinen, dass nicht nur die Gletscher, sondern auch weite Teile der Pole schmelzen werden. Der Meeresspiegel wird um 1 Meter ansteigen. Die Erhöhung des Meeresspiegels wird zu Überflutungen führen. Länder wie Bangladesch, die schon heute immer wieder unter Überschwemmungen leiden, müssen sich darauf gefasst machen, ganze Gebiete an das Meer zu verlieren. Bangladesch hat 100 Millionen Einwohner. Ein Drittel von ihnen wird obdachlos werden. Wissenschaftler schätzen, dass Völkerwanderungen auf uns zukommen, dass sich im nächsten Jahrhundert 60 Millionen Menschen eine neue Heimat werden suchen müssen. Nicht nur Bangladesch wird betroffen sein. Das Inselreich der Malediven wird völlig verschwinden. Das Nildelta mit Alexandria wird überflutet werden. 8 Millionen Menschen werden dort ihre Heimat verlieren. In Europa wird vor allem Holland betroffen sein. Für die einen heißt die Prognose Flut, für die anderen heißt sie Dürre. Seit 8 Jahren hat dieser Farmer in den USA keinen Regen mehr erlebt. Nach Ansicht der Wissenschaftler wird der mittlere Westen versteppen. Der Kampf ums Trinkwasser dürfte weltweit zunehmen. Tropische Wirbelstürme, die Hurricanes und Taifune, beziehen ihre Energie aus dem warmen Meer. Ein noch wärmerer Ozean kann uns mehr und schlimmere Wirbelstürme bringen. So Überschwemmungen und Flüchtlingsströme, das sind ja so Horrorszenarien. Sind so Szenarien nicht übertrieben? Es ist so, und ich gebe das
Ich muss es leider sagen, dass ich in der Regel nicht gerne über diese Sachen rede. Ich verdränge das, ich emanzipiere mich fast in die Wissenschaft. Ich versuche wirklich die Grundlagen zu erhärten. Und wir haben diesbezüglich auch beispielsweise eben die Schwankungen vom CO2-Gehalt in den früheren Zeiten gemessen. Aber wenn ich natürlich jetzt mich doch muss äußern zu diesen Sachen, dann sehe ich schon in dieser Richtung, dass es Flüchtlingsströme könnte geben. Das wäre eines von diesen Phänomenen, die wahrscheinlich am drastischsten sind, dass es Hungersnöte kann geben kann, dass plötzlich Gebiete, wo Kornkammern von der Erde waren, wie in Amerika, dass die unfruchtbar werden. Das sind Sachen, die man sich durchaus vorstellen kann. Und die Schweiz? Die Wissenschaftler legen sich nicht gerne auf Prognosen für einzelne Länder fest, vor allem wenn sie so klein sind wie die Schweiz. Wir haben in den letzten Jahren schneearme Winter erlebt. Ist dieses Phänomen typisch oder was wird auf uns zukommen? In der Schweiz weiß man noch nicht, um wie viel Prozent der CO2-Ausstoß verringert werden soll. Eine Arbeitsgruppe ist daran, diese Frage bis zur Genfer Konferenz zu klären. Wir sind daran, zu prüfen, im Rahmen einer Arbeitsgruppe, die vom BUVAL-Chef Herrn Böhlen präsidiert wird, was wir konkret realisieren können. Wir möchten nicht, wie wir ab und zu den Anschein haben, andere es tun, Ziele festlegen, die in weiter Ferne liegen und dann sagen, wir werden dann schauen, ob es klappt. Das, was wir melden, muss auch tatsächlich erreicht werden. Die Holländer sind schon weiter und haben schon Maßnahmen verabschiedet. Sie wollen den CO2-Ausstoß bis zum Jahr 1994 stabilisieren und dann bis zum Jahr 2000 um 5% reduzieren. Ist das eine Größenordnung, die auch für die Schweiz realistisch wäre? Das kann ich Ihnen im Moment mit Genauigkeit nicht sagen. Sie wissen, an der Weltkonferenz, die im Frühjahr in Bergen stattgefunden hat, hat man von einer Stabilisierung bis im Jahre 2000 gesprochen und von einer Reduktion um etwa 20% bis im Jahre 2005. Es ist klar, dass diese Maße jetzt aufgrund der Möglichkeiten, die sich uns bieten, mal zuerst gemessen werden müssen, bis wir in der Lage tatsächlich sind, zu sagen, wir können uns den Holländern nähern oder wir übernehmen die Ziele der Bergener Konferenz. Dass der CO2-Ausstoß gesenkt werden muss, das ist ja klar. Haben Sie schon Perspektiven, wie Sie das in der Schweiz machen wollen? Deshalb habe ich Ihnen ja gesagt, wir werden die Ziele erst melden können, wenn wir auch wissen, dass wir die Mittel dazu haben. Und damit man sofort im Klaren ist, muss ich Ihnen sagen, diese Mittel können kaum Mittel technischer Art sein. Es gibt keinen Katalysator, der den CO2-Ausstoß reduziert. Da wird es wahrscheinlich schon um Maßnahmen gehen, die nicht allen gefallen werden. Aber in Gottes Namen, wenn man tatsächlich sich des Problems bewusst ist, muss man es auch mit den halt oft auch harten Mitteln anpacken, die es verlangt. Denken Sie zum Beispiel an eine CO2-Steuer, die Sie aufgrund des Umweltschutzgesetzes rasch einführen könnten? Auch diese Frage steht zurzeit in Prüfung. Die Maßnahmen zur Verringerung des CO2-Ausstoßes werden einschneidender sein als diejenigen, die zur Einhaltung der heute geltenden Luftreinhalteverordnung nötig sind. Doch schon bei der Luftreinhalteverordnung ist der Vollzug schwierig. Wie lange es dauert, bis bei uns Gesetze wirksam werden, kann man an diesen jungen Männern zeigen. Sie wurden nämlich gerade geboren, als 1971 der Umweltschutz in unserer Verfassung verankert wurde. 14 Jahre alt waren sie bereits, als das Umweltschutzgesetz in Kraft trat. Und 15 Jahre alt waren sie, als die Verordnung dazu rechtskräftig wurde. Aufgrund der Verordnung hätten die Kantone dem Bund 1989 Maßnahmepläne einreichen sollen.
Erst 8 Kantone haben aber bis heute solche Pläne verabschiedet und damit aufgezeigt, wie sie den Zustand der Luft verbessern wollen. Einer dieser Kantone ist Zürich. Der Plan sei aber nicht rasch realisierbar, meinte man im Kanton Zürich. Man werde frühestens im Jahr 2000 die Ziele der Luftreinhalteverordnung erreichen können. Unsere jungen Männer werden also 30 sein, bis die heute bestehenden Verordnungen vollzogen sind. Wie alt müssen sie wohl werden, bis man das CO2 im Griff hat? Und die Privatwirtschaft? Könnte nicht sie viel schneller dazu beitragen, dass der CO2-Ausstoß reduziert wird? Ansätze dazu gibt es. Die Firma Renault hat ein Auto entwickelt, das mit 2 Liter Benzin für 100 Kilometer Fahrt auskommt. Der Renault Vesta, ähnlich dem R5, wurde entwickelt und als Prototyp hergestellt. Warum kam er nie serienmäßig auf den Markt? Also der Renault Vesta, das ist im Prinzip ein Forschungsprogramm gewesen, das Industrieministerium in Frankreich lanciert hat nach der Erdölkrise, mit dem Ziel, ein Auto zu bringen, das maximum 3 Liter Benzin verbraucht. Und man hat natürlich alle optimalen Lösungen gesucht, nicht nur auf Verbrauch, auch auf Komfort, auf Aufhängung, wo man das Auto eingepackt hat, wenn man so will. Und nachher, wo man wieder genug Benzin hatte, hat man es wieder aufgegeben mit dem Auto? Nein, es ist eigentlich also bis heute, wir sind immer noch dran am Arbeiten, es gibt verschiedene Lösungen, man hat den Vesta gehabt. Aber es ist einfach, man hat heute so ein Auto rentabel zu produzieren, zu gestalten, ist sehr, sehr schwer. Ein Auto, das gar kein CO2 ausstößt, ist das Solarmobil. Hier die Firma Horlacher in Möhlin, Basel-Land. Mit dem Bau von Teilen für die Zürcher S-Bahn finanziert die Firma die Weiterentwicklung ihres Solarautos. Ein neuer Prototyp ist gerade am Entstehen. Seit Jahren wird in dieser Firma getüftelt und immer wieder werden neue Modelle ausprobiert. Warum dauert das so lange, bis die Solarautos serienreif sind? Man hat einfach zu lange gelacht darüber. Dann ist die nächste Phase gekommen, wo man es bekämpft hat. Das macht man auch jetzt noch. Und all diese Sachen sind natürlich wie eine gezogene Handbremse. Würde es dir etwas bringen, wenn der Staat Solarenergie mehr unterstützen würde? Es ist ganz klar, das Geld würde dem Ding natürlich schon beimachen. Das ist sicher. Inwiefern? Was würde dir Geld bringen? Also wenn ich jetzt bei uns schaue, ist einfach es vorankommt um eine Frage von Geld. Herr Bundesrat, um das CO2 zu verringern, gibt es nur eine Möglichkeit, nämlich weniger fossile Brennstoffe zu verwenden. Warum macht der Bund nicht mehr zur Förderung alternativer Technologien, zum Beispiel der Solartechnologie, die in der Schweiz, wie uns die Holländer und die Schweden gesagt haben, am weitesten entwickelt ist? Gut, das wäre also ein Beweis, dass wir einiges tun. Und ich muss sagen, wenn Sie jetzt an die Investitionen denken, die im Departement meines Kollegen Oggi gemacht werden für die Forschung im Bereich der Alternativenergien, dann muss man sagen, es sind wesentliche Fortschritte gemacht worden. Ich denke auch an den Schulratsbereich. Das BSI im Kanton Aargau hat die klare Weisung vom Bundesrat bekommen, die Forschung bei den nicht-nuklearen Energien wesentlich zu steigern. Und diese Übung ist im Gange. Also ich würde nicht sagen, dass man nichts tut, aber man muss ohne Zweifel die Energieforschung im Alternativbereich stark steigern.